Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Wie ihr alle oder die meisten von euch wisst, gibt es samstags oder sabbats keinen regulären Vlog bei uns, sondern nur ein Buchvideo. Samstag ist unser Ruhetag, Sabbat, da gehen wir in die Kirche meistens und der Rest des Tages ist dann, ja, der Zeit mit Familie, einfach für Ruhe und auch Garten genießen im Sommer oder heute oder auch Spaziergänge und eben Zeit für Lesen oder andere Sachen, die einem gut tut. Genau, und da nehme ich mir auch Zeit für euch, um euch ein bisschen was vorzulesen, weil Lesen ist meine große Leidenschaft, die man nicht schwer erkennen kann an den ganzen Unmengen Bücher. Und ich lasse euch einfach ein bisschen dran teilhaben. Genau. Wir sind immer noch in der Frauenreihe von Janet Oak. Frauenreihe hat nicht sie so genannt, sondern ich. Das ist mein Name für die ganzen vielen Einzelbücher, in denen es auch im Einzelnen um bestimmte Frauen geht. Meistens ist das so geschrieben wie, ich denke, viele kennen das, Unsere kleine Farm. Wilder Westen, Siedler, die dann eben das Land für sich erschließen, Dörfer aufbauen und so weiter. Dieses Buch ist ein bisschen anders, aber ja, nur ein bisschen. Es geht um Susanna. Das Buch heißt Susanna, sie nannten sie Mrs. Dock. Und da geht es um diese junge Frau, die aus einer Großstadt, aus Montreal kommt. Und da hat sie ihren Mann kennengelernt und er ist Arzt und er ist jetzt, ja, fertig mit seiner Ausbildung, mit seinem Studium und will unbedingt zurück in sein Heimatdorf im Wilden Westen, wo kaum Ärzte gibt und deswegen will er dahin. Jetzt sind sie auch schon da. Susanna hat sich richtig schwer getan, am Anfang sich da einzuleben in der Prärie und jetzt hat sie sich aber eingelebt und ihr, ja, Heimweh ist nicht mehr ganz so groß. Sie haben eine große Familie mittlerweile, jetzt schon 3 Kinder und ja, ihr Mann Samuel, der ist der Arzt da und ist die ganze Zeit eigentlich nur auf Arbeit unterwegs, auch nachts manchmal und Susanna kümmert sich um Kinder und Haushalt und sie hat eine gute Freundin da kennengelernt, was ihr auch geholfen hat, ein bisschen sich da einzuleben. Und ihre Freundin, die hat auch 3 Kinder. Und jetzt sind beide Freundinnen auf Geheiß, Anraten, wie auch immer, ihrer Männer in Montreal. Ein riesiges Abenteuer. Jede mit 3 Kindern tatsächlich sind sie den ganz langen Weg zu ihren Eltern gefahren, um sie wieder zu treffen, die Kinder ihnen zu zeigen und einfach ein bisschen was von der Stadt Luft zu schnuppern. Genau. Und wie es da jetzt weitergeht, hört ihr zu und erfahrt es dann. Bei ihren Vorbereitungen hatte Mrs. Winston, das ist die Mutter von Susanna, gründliche Arbeit geleistet. Sie hatte nicht nur ein Kindermädchen für tagsüber eingestellt, sondern auch eine Kinderfrau im Haus einquartiert. Eine solche Freiheit hatte Susanna seit Jahren nicht mehr genossen. Auch ihr Papa zeigte sich äußerst großzügig und versorgte die beiden jungen Frauen mit Opernkarten und Droschkenfahrten und stellte ihnen sogar seine Kreditkonten zur Verfügung. Susanna kam sich wunderbar verwöhnt vor. Etwas machte ihr jedoch sehr zu schaffen. Sie vermisste Samuel. Ihm galt ihr erster Gedanke, wenn sie morgens die Augen aufschlug. Jedes Mal, wenn sie sich an einen reich gedeckten Tisch setzte, musste sie an ihn denken. Sie dachte an ihn, wenn sie das Theater oder die Konzerthalle betrat. Sie fragte sich, ob er vor lauter Arbeit überhaupt noch wusste, wo ihm der Kopf stand, und ob ihm das volle Wartezimmer erlaubte, zu den vorbestellten Mahlzeiten zu Mrs. Clement zu gehen, denn sie wusste genau, dass es um seine Ernährung schlecht bestellt sein würde, wenn er sich zwischendurch auf die Schnelle selbst versorgen müsste.
Die unablässige Sehnsucht nach Samuel war ein Wermutstropfen an der ganzen Reise nach Montreal. Zudem waren all die Unternehmungen und die Stadt selbst nicht mehr das, was sie einmal gewesen waren. Von der Musik war Susanna nicht mehr so begeistert wie früher. Den modernen Kompositionen fehlte das Beruhigende, Ansprechende, das sie immer bei den klassischen Stücken empfunden hatte. Sie klangen hart und blechern. Mehr als einmal hätte sie das Konzert am liebsten verlassen, bevor es zu Ende war. Auch im Theater kam sie nicht auf ihre Kosten. Zuweilen sträubten sich ihr die Haare, weil sie die Ausdrucksweise beinahe ordinär fand, und sie fragte sich ernsthaft, ob es mit dem Theater allgemein bergab ging. Oft glaubte sie, sich Virginia gegenüber entschuldigen zu müssen, wenn die beiden nach einem Theaterstück zu der Kutsche zurückgingen. Die beiden machten auch manchmal Stadtbummel gemeinsam, und anfangs stürzte Susanna sich auf die langen Decken und Regale mit den frisch duftenden Seiden- und Satinstoffen. Selbst die robusten Baumwoll- und Leinenstoffe interessierten sie. Doch das Gedränge der Kunden in den engen Gängen und das überarbeitete, gereizte Personal in den Geschäften machten sie bald nervös. In solchen Fällen drehte sie sich zu Virginia um und sagte, »Lass uns an die frische Luft gehen.« Und dann steuerten die beiden den Ausgang an, manchmal sogar unverrichteter Dinge. Doch auf den Bürgersteigen erging es ihnen nicht besser. Ständig herrschte viel Betrieb dort. Die beiden jungen Frauen wurden derartig hin und her geschoben und gestoßen, dass sie froh waren, sich in ihre Kutsche flüchten zu können. Da Virginia noch nie in Montreal gewesen war, fielen ihr die vielen Veränderungen nicht auf. Susanna versuchte sie ihr auf der Heimfahrt zu erklären. »Oder vielleicht bin ich ja auch diejenige, die sich verändert hat«, sagte sie nachdenklich, als sie vor der Haustür hielten. Doch das Wiedersehen mit ihren Eltern tat Susanna unsagbar gut. Sie war überaus dankbar für diese Gelegenheit, endlich die drei Kinder den Großeltern aus der Stadt vorzustellen. Ihr lang ersehnter Traum war in Erfüllung gegangen. Sie war stolz auf Josef, ihren Ältesten, mit seinem widerspenstigen roten Haarschopf. Die Haarfarbe hatte er von ihr, doch die Art, in der ihm die dichten Locken ins Gesicht fielen, stammte von seinem Vater. Auch die haselnussbraunen Augen, die hellwach ihre Umgebung auskundschafteten, hatte er von Samuel. Und ihre Vivian, kräftig gebaut wie ein Junge, war sie dennoch jeder Zoll ein Mädchen. Wenn sie einem die Ärmchen um den Hals schlang, schmolz man einfach dahin. Bald sah sie mit ihren grünen Augen keck um sich, bald schob sie eine schmollende Unterlippe vor, je nach der Stimmung, in der sie sich gerade befand. Doch man musste sie einfach lieb haben. Selbst mit ihren jungen Jahren hatte sie stets ein Herz für andere. Und schließlich noch die kleine Christina. Sie war zwar noch ein Säugling, doch gewisse Gewissenszüge waren schon deutlich zu erkennen. Sie war ein zufriedenes Kind und konnte manchmal stundenlang fröhlich guren. Doch obwohl sie nicht die Haarfarbe ihrer Mama geerbt hatte, besaß sie deren aufbrausende Neigungen. Wenn Christina etwas wollte, dann wollte sie es auf der Stelle. Susanna liebte ihre drei Kinder sehr. Sie dankte Gott täglich für sie und sie dankte ihm auch für die Gelegenheit, diese Reise in die Heimat mit ihnen zu machen, um sie ihren Großeltern vorzustellen. Doch lange bevor die drei Urlaubswochen zu Ende waren, verspürte Susanna eine tiefe Sehnsucht danach, endlich wieder in den Zug in Richtung Westen zu steigen. An ihrem letzten Sonntag kamen Susannas drei Brüder allesamt zu Besuch. Endlich hatte Susanna die Gelegenheit, ihre Schwägerinnen kennenzulernen. Die bildhübsche Peggy war zierlich und apart und furchtbar verwöhnt. Doch sie steckte voller Lebenslust und Stefan schien sehr glücklich mit ihr zu sein, und das war schließlich die Hauptsache. Pearl war liebenswert und sanftmutig, sie wirkte etwas schüchtern. Susanna schloss sie auf der Stelle ins Herz und verspürte den Drang, sie zu bemuttern. Vermutlich rief Pearl in den meisten Frauen mütterliche Instinkte hervor. Susanna fiel auf, dass ihre eigene Mutter stets in Pearls Nähe anzutreffen war. Pearl hatte ein kleines Töchterchen, das gerade 2 Wochen jünger als Christina war. Mit seinen 19 Jahren interessierte Simon sich in erster Linie für Sport. Er hatte sich noch nicht für eine feste Lebensgefährtin entschieden. »Simon hat alle jungen Damen gern«, spaßte Steffen. »Mit Jenny geht er zum Fußballstadion, mit Peck ins Kino, mit Jessie in die Oper und mit Mick geht er sonntags in die Kirche.« Simon errötete zwar etwas, doch er stritt nichts von Steffens Darstellung ab.
Susanna mochte ihre beiden Schwägerinnen sehr. Einen Moment lang fand sie es ungerecht, dass sie sie nicht näher kennenlernen konnte, doch dann schimpfte sie auch schon mit sich selbst. »Und wie stellst du dir das vor?« dachte sie im Stillen. »Erwartest du etwa von ihnen, dass sie sich in deiner verstaubten, windigen kleinen Präriestadt wohlfühlen würden?« Über die Antwort auf diese Frage brauchte sie gar nicht erst lange nachzudenken. »Oder hast du vielleicht vor, mit deinen Kindern und deinem Samuel wieder nach Montreal zu ziehen, wo Samuel vor lauter Gedränge nicht einmal in Ruhe spazieren gehen könnte?« Zu ihrer eigenen Überraschung wusste sie auch auf diese Frage eine eindeutige Antwort. »Niemals. Wir würden ja beide hier ersticken.« Susanna war selbst über diese Einsicht schockiert, aber es ließ sie einfach nicht leugnen. Sie gehörte nicht mehr in den Osten. Der Westen hatte sie für sich gewonnen und dabei hatte sie diesen siegreichen Feldzug nicht einmal bewusst wahrgenommen. Wie war das nur geschehen und wann? Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie es kaum erwarten konnte, endlich nach Hause zu fahren. Samuel und Morris standen auf dem Bahnsteig, als der Zug in Calgary anhielt. Joseph hatte die beiden Männer als erster entdeckt und seine aufgeregte Stimme war in dem ganzen Passagierwaggon zu hören. »Da ist Papa! Guckt mal, da ist Papa!« »Wo? Wo ist Papa?« fragte Vivian und drängte sich vor, um besser sehen zu können. »Da, guck doch!« rief Joseph und zeigte mit dem Finger in die Richtung seines Vaters. In diesem Moment hatte auch Samuel sie entdeckt und sobald der Zug zum Stehen gekommen war, stiegen er und Morris in den Waggon, um ihren Frauen und Kindern beim Aussteigen behilflich zu sein. »Hab dich vermisst, Papa«, sagte Vivian und schlang ihre Ärmchen um Samuels Hals. »Ich dich auch, Schätzchen«, sagte Samuel und gab ihr einen Kuss auf die prallen Wangen. Dann kam Joseph an die Reihe und schließlich die kleine Christina. »Sieht sie euch nur an«, staunte Samuel. »Sie hat ja glatte 3 Pfund zugenommen.« Susanna musste lachen. »Ach, ihr Ärzte«, spaßte sie, »bei euch wird alles in Pfund, Zoll und Grad gemessen.« Während Familie Smith mit ihren Umarmungen beschäftigt waren, feierte auch Familie Voigt das Wiedersehen. Sie übernachteten in einem Hotel in Calgary. Früh am nächsten Morgen sollte die Heimfahrt weitergehen. Susanna schlief glücklich ein. Zum ersten Mal seit Wochen litt sie nicht unter Heimweh. Thomas Samuel kam kurz nach Christinas 2. Geburtstag an. Seine Geschwister begrüßten ihn voller Freude. Joseph durfte sogar früher aus der Schule nach Hause kommen, um sein Brüderchen kennenzulernen. Er war inzwischen im 1. Schuljahr und fühlte sich recht erwachsen, während Vivian, die nur etwa 1 Jahr jünger als er war und für ihr Alter schon erstaunlich viel leistete, einfach nicht begreifen konnte, weshalb sie jeden Morgen zu Hause bleiben musste. »Damit du Mama mit dem Baby helfen kannst«, hatte Susanna versucht, ihr zu erklären. »Das Baby ist doch noch gar nicht da«, hatte Vivian widersprochen. »Bald kommt es aber«, versicherte Susanna. Doch so leicht ließ Vivian sich nicht abspeisen. »Chrissy kann dir mit dem Baby helfen«, hatte sie gemeint. »Die mag Babys furchtbar gern.« Damit hatte sie recht gehabt. Christina hatte tatsächlich eine Vorliebe für Säuglinge. Ihr kleines Brüderchen schloss sie gleich auf der Stelle ins Herz. Susanna musste aufpassen, wohin sie den Kleinen legte. Christina meinte anscheinend, sie habe das uneingeschränkte Recht, ihn jederzeit auf den Arm zu nehmen. »Mein Brüchen«, nannte sie Thomas und schien ihn als ihr Privateigentum zu betrachten. Isi war auch so. Als 2 Jahre später wieder ein kleiner Junge ankam, nannten sie ihn Peter Steffen. Und Christina, die inzwischen tagsüber das älteste Kind zu Hause war, nahm auch ihn unter ihre Fittiche. Obwohl sie selbst erst 4 Jahre alt war, konnte sie ihrer Mutter schon tüchtig helfen und beschäftigte sich häufig stundenlang mit ihren kleinen Brüdern. »Ich glaube, aus ihr wird einmal eine Lehrerin«, meinte Samuel eines Tages, als er ihm beim Spielen zusah, doch Susanna lächelte nur. »Vielleicht wird sie nur einfach Hausfrau und Mutter«, sagte sie. Samuel nickte. »Ja, vielleicht, aber ich finde, sie zeigt großes Talent für den Lehrerberuf. Vivi wird einmal meine Arzthelferin und Chrissy tut mir den Gefallen und wird Lehrerin.« »Und wen bekomme ich?« scherzte Susanna. »Vorläufig kannst du den kleinen Kerl haben, den du da im Arm hast«, sagte Samuel und meinte Peter, der gerade gestillt wurde. »Aber wenn er etwas älter ist, werde ich mir den auch zu eigen machen.« Wieder wurde das Haus vergrößert, doch diesmal nach oben hinaus. 2 neue Zimmer entstanden dadurch, dass der Dachboden ausgebaut, mit Fenstern versehen und tapeziert wurde.
Die Treppe, die nach oben führte, musste direkt über der Kellertreppe gelegt werden. Weil sie dadurch die Essecke in der Küche verkleinerte, bat Susanna sich zum Ausgleich einen Erker aus. Von dem Ergebnis war sie sehr angetan. Das ganze Haus wirkte nun viel größer und heller. Kleine und große Sorgen. »Mama, Mama«, rief eine aufgeregte Kinderstimme, »wir brauchen Papa, ganz dringend. Danny hat sich wehgetan, am Finger.« Susanna wandte sich von dem weißen Spülwasser ab und wischte sich die Hände an einem Handtuch über ihre Schulter ab. »Was ist denn passiert?«, fragte sie und befürchtete das Schlimmste. »Er hat den Finger ins Garagentor gekriegt und jetzt blutet er und wir brauchen Papa.« Susanna wusste nicht, ob sie zuerst dem verletzten Nachbarsjungen zur Hilfe eilen oder die verstörte Christina beruhigen sollte. »Wo ist er denn?«, fragte sie. »Ich weiß nicht. Er hat einfach seine Tasche genommen und ist gegangen.« »Nein, ich meine doch nicht deinen Vater, sondern Danny. Wo ist Danny?« »Hörst du ihn denn nicht?« Susanna öffnete die Tür. Tatsächlich, Dannys Geschrei war nicht zu überhören. Es kam aus der Nähe der Schaukel. Sie hastete los. Danny saß im Gras, die eine Hand stützte er vorsichtig mit der anderen und die Tränen rannten ihm über das Gesicht, während er die Verletzung im Augenschein nahm. Als sie sich neben ihn kniete, stellte sie zu ihrer Erleichterung fest, dass die Wunde nicht sehr groß war. Sie blutete sogar kaum. »Komm, Danny«, wies sie ihn an, »komm ins Haus. Wir waschen dir den Finger und dann kommt ein richtiger Verband drauf.« Das Mitleid in ihrer Stimme ließ sein Gebrüll noch lauter werden, doch er ließ sich von ihr hochheben und in die Küche tragen. Thomas und Peter, die beiden Jüngsten, saßen auf einem Flickenteppich in der Ecke und klapperten mit Kochlöffeln auf Kochtopfdeckeln. Mit großen Augen sahen sie von ihren Krachmachern auf. »Ist ja schon gut«, versuchte Susanna, den schreienden Jungen zu beruhigen. »Gleich haben wir dich schön verarztet und dann dürft ihr euch Plätzchen und Milch an den Tisch setzen, ja?« »Wir haben sogar Rosinenplätzchen«, lockte Christina ihn und versuchte dabei, das Geschrei zu übertönen. Und dann brachte Susanna, die sich an den Anblick von Blut immer noch nicht gewöhnt hatte, es tatsächlich fertig, die Wunde zu reinigen, die Blutung zu stillen und den Finger mit sauberen Stoffresten zu verbinden. Als alles vorüber war, waren die Tränen versiegt und Danny wagte sogar ein Lächeln, als er seinen Verband stolz begutachtete. »Und jetzt gibt's Plätzchen mit Milch«, sagte Susanna und stellte ihn wieder auf den Fußboden, um das Versprochene aufzutischen. Eigentlich war es gar nicht so schlimm gewesen. Susanna schalt ihren schwachen Magen und träumte die Überreste des Verarztens auf. Danach gab sie den Kindern ihre Plätzchen und Milch, und da sie sich auch für sich selbst eine beruhigende Wirkung davon erhoffte, setzte sie sich mit an den Tisch. Es funktionierte. Bald schienen alle den kleinen Vorfall vergessen zu haben. Kaum hatte Samuel an diesem Abend das Haus betreten, als Christina ihm auch schon das Neueste erzählte. »Mama ist auch ein Doktor«, teilte sie ihm gewichtig mit. Samuel hob den Kopf und warf Susanna einen fragenden Blick zu. Sie sah von dem Teller mit Mohrrübenbrei auf, den sie gerade dem kleinen Peter löffelchenweise in den Mund schob und schmunzelte über das überraschte Gesicht, das ihr Mann machte. »Dennis Finger ist ins Gartentor geraten«, erklärte sie ihm. »Ich habe ihm die Wunde verbunden.« Aus der Überraschung auf seinem Gesicht wurde Anerkennung. »Tja, wenn Mama von jetzt an die Wunden in der Nachbarschaft versorgt, dann braucht sie eigentlich auch das richtige Verbandszeug dazu«, sagte er zu Christina, doch Susanna wusste, dass es eigentlich ihr selbst gegolten hatte. »Keine Sorge, ich habe keineswegs die Absicht, die Nachbarschaft mit meinen ärztlichen Hilfeleistungen in Lebensgefahr zu bringen«, witzelte Susanna. »Ebenso wenig werde ich dir die Patienten abwerben«, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Nun sprach Samuel direkt mit ihr. »Trotzdem«, sagte er ernster, »solltest du für die kleineren Schnitt- und Schürfwunden etwas Verbandszeug im Haus haben.« »Aber Samuel, ich bin doch keine Krankenschwester«, protestierte Susanna. »Das nicht, aber dafür eine Mutter. Eigentlich hätte ich schon längst daran denken sollen. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Arzttasche aus dem Haus gehe, nehme ich sämtliches Verbandszeug mit. Morgen früh werden wir das als allererstes ändern.« Wie versprochen stellte Samuel einen kleinen Verbandskasten zusammen und bestand darauf, Susanna alles genauestens zu erläutern. »Falls es eine kleine Verletzung geben sollte, brauchst du jetzt nicht mehr händeringend zu warten, bis ich kommen kann«, sagte er. Sie nickte etwas unbeholfen und hoffte vom ganzen Herzen, dass sie das Verbandszeug nie würde benutzen müssen.
Als Christinas erster Schultag näher rückte, tat sich die kleine Mutter unendlich schwer. Die kleine Mutter. Einerseits freute sie sich darauf, mit Josef und Vivian zur Schule zu gehen, doch andererseits konnte sie den Gedanken, Thomas und Peter zu Hause zurückzulassen, kaum ertragen. »Ich glaube, Tommy und Peter werden mich vermissen«, sagte sie mit zitternder Unterlippe. »Das werden sie bestimmt«, antwortete Susanne und nahm das kleine Mädchen in die Arme. »Dürfen sie denn nicht mitkommen?«, fragte Christina. »Nein, sie müssen warten, bis sie alt genug sind, genau wie du«, erklärte Susanne ihr. Christina ging zu ihren beiden kleinen Brüdern herüber und legte jedem eine Hand auf die Schulter. »Du bist jetzt der Größte, Tommy. Jetzt musst du allein auf dich und Peter aufpassen. Nach der Schule renn ich dann nach Hause, so schnell ich kann, und bring euch alles mit, was ich gelernt habe, damit ihr es auch lernen könnt.« Tommy sah sie zutiefst bekümmert an. »Ich will aber mit Chrissy gehen«, sagte er zu Susanne, und auch seine Unterlippe begann zu zittern. Der zweijährige Peter kaute weiter an dem Schuh herum, den er sich vom Fuß gezerrt hatte, und blinzelte selbstvergessen mit den Augen. Er hatte keine Ahnung, wovon alle sprachen. »Mama, wir kommen zu spät«, meldete Josef sich zu Wort. Er hatte aufgetragen bekommen, auf seine jüngste Schwester zu warten. Susanne sah auf die Wanduhr. »Christina, höchste Zeit für die Schule«, mahnte sie. »Thomas und Peter sind hier bei Mama bestens aufgehoben.« Davon schien Christina zwar nicht völlig überzeugt zu sein, doch sie ließ sich von Vivian bei der Hand nehmen und griff nach ihrem nagelneuen Pausenbrotbehälter. Nun stimmte Thomas ein lautstarkes Geheul an und Peter schloss sich auf der Stelle an. Angesichts ihrer schreienden Brüder überlegte Christina sich kurz entschlossen anders. Sie riss sich von Vivian los, stellte ihre Pausenbrotdose wieder ab und schickte sich an, den Mantel auszuziehen. »Christina«, schalt Susanne, die sich bemühte, ihre weinenden Söhne zu trösten, »du musst dich beeilen.« »Schon gut«, sagte Christina, »ich bleibe lieber zu Hause. Wenn sie groß sind, gehe ich dann auch in die Schule.« »Aber das geht nicht«, widersprach Susanne, »heute ist doch dein erster Schultag.« Christina sah sie aus großen Augen an. »Dann weinen sie aber«, sagte sie und brach prompt selbst in Tränen aus. Thomas und Peter folgten ihrem Beispiel. »Na prima«, schimpfte Josef mit dem Sarkasmus eines Erwachsenen. »Jetzt kommen wir allesamt zu spät.« Zu guter Letzt machten sich alle gemeinsam auf den Schulweg. Susanne trug Peter und führte den kleinen Thomas bei der Hand. Christina hüpfte neben ihnen her, dass der Pausenbrotbehälter nur so tanzte. Vivian plauderte unter ihnen weg und belehrte Christina über den Schulalltag, während Josef, dem alles viel zu langsam ging, auf das zustimmende Nicken seiner Mutter hin vorauslief. Als sie den Schulhof erreichten, war Susanne völlig außer Atem. Die Morgenglocke läutete gerade und Vivian nahm Christina bei der Hand. Sorgenfalten gruben sich in ihre glatte Kinderstirn. »Lauf schnell«, drängte sie ihre Schwester. »Miss Everly schimpft, wenn wir trödeln.« »Tommy kann noch nicht so schnell rennen«, antwortete Christina und umklammerte die Hand ihres kleinen Bruders. »Du musst dich jetzt von Thomas verabschieden«, sagte Susanne mit Bestimmtheit. »Geh mit Vivian in die Schule.« Christina blieb wie angewurzelt stehen und sah ihre Mutter an. »Kommt ihr denn nicht mit rein, du und Tommy und Peter?« »Nein«, antwortete Susanne und schüttelte den Kopf. »Wir gehen wieder nach Hause, sobald wir dich hier abgeliefert haben.« »Aber ich will nicht abgeliefert werden. Ich will, dass wir zusammenbleiben«, sagte Christina und klammerte sich an ihrer Mutter fest. Erneut brach sie in Tränen aus. Susanne sah ein, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als mit ihren kleinen Kinderschar ins Klassenzimmer zu marschieren. Beim Anblick der strengen Miss Everly errötete sie vor Verlegenheit. »Bitte entschuldigen Sie die Störung«, sagte sie. »Wenn ich nur eben Christina helfen dürfte«, sie unterbrach sich, weil sie nicht wusste, wie sie ihr Anliegen formulieren sollte. Doch Miss Everly warf ihr keineswegs den missbilligenden Blick zu, den sie erwartet hatte. Bei den Kindern am Ort galt die Lehrerin als streng und unerbittlich. Sie lächelte zwar nicht gerade, doch in ihrem Blick lag Verständnis und sie nickte. »Vielen Kindern fällt es am ersten Schultag schwer, sich von der Mutter zu trennen«, sagte sie sanft. »Oh, es ist ja nicht wegen der Mutter«, erklärte Susanne eilig. »Sie hängt furchtbar an ihren kleinen Brüdern.« Nun lächelte Miss Everly doch noch. »Sind das dort deine Brüder?«, fragte sie Christina. Christina nickte und wischte sich mit der Hand ein paar Tränen von den Wangen.
Die sehen aber lieb aus. Hast du deiner Mutter geholfen, auf sie aufzupassen? Wieder nickte Christina. Du hast deine Sache bestimmt prima gemacht. Sie werden dich vermissen. Aber jetzt habe ich eine neue Aufgabe für dich. Du musst lernen zu lesen, damit du deinen Brüdern Geschichten vorlesen kannst. Haben sie es gern, wenn man ihnen vorliest? Christina nickte ein drittes Mal. Ich wette, sie würden sich am allerliebsten von ihrer großen Schwester Christina vorlesen lassen. Komm, wir wollen schauen, wie schnell wir dich soweit haben, dass du das kannst, ja? Diesmal nickte Christina nicht. Sie drehte sich zu Thomas und Peter um und sagte beinahe resolut, »Wenn ich euch was vorlesen soll, dann muss ich das lernen. Geht schnell nach Hause. Mama passt dann schon auf euch auf, bis ich wiederkomme.« Mit einem erleichterten Seufzen und einem dankbaren Kopfnicken in Miss Everlys Richtung steuerte Susanna mit ihren beiden Jüngsten im Schlepptau auf die Tür zu, während Miss Everly Christina bei der Hand nahm und zu ihrem Pult führte. »Wenn ich je wieder zu hören bekomme, wie streng sie ist, werde ich demjenigen gründlich die Meinung sagen«, murmelte Susanna und drehte sich ein letztes Mal zu dem Klassenzimmer um, wo Christina inzwischen an ihrem Platz saß. Wie im Handumdrehen kam der Tag, an dem sich alle fünf Kinder auf den Schulweg machten. Susannas Augen füllten sich mit Tränen, als sie dem kleinen Peter nachsah, wie er mit seinen Geschwistern über die neuen Bretterbürgersteige der Stadt in Richtung Schule losstapfte. »Herr, jetzt brauche ich dich ganz besonders«, gestand sie betend. »Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.« Doch sie sollte sich wundern. Müßige Momente schienen eine Seltenheit zu sein. »Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist«, vertraute sie Virginia an. »Früher habe ich fünf kleine Kinder versorgt und obendrein noch den Haushalt. Jetzt sind sie alle tagsüber aus dem Haus, aber ich brauche trotzdem den ganzen Tag dazu, dieselben Arbeiten zu erledigen.« »Komisch. Ging mir genauso.« Virginia lachte. »Dir geht es also auch so, und ich hatte schon geglaubt, die Einzige in der Stadt zu sein, die dieses Problem hat. Gut, ich habe zwar ein paar zusätzliche Aufgaben in der Kirche übernommen, aber so viele nun auch wieder nicht«, fuhr Susanna fort. »Irgendwie werde ich nie richtig mit meiner Arbeit fertig.« »Das kommt daher, weil sie dir bergweise Arbeit hinterlassen, wenn sie zur Schule gehen«, lachte Virginia. »Waschen, bügeln, flicken und essen können sie wie...« Susanne fiel kein passender Vergleich ein, doch Virginia hatte sie schon verstanden. »Ich weiß, bei uns bleiben auch nie Reste für die nächste Mahlzeit übrig.« Beide lachten. »Ich glaube, wir haben beide einen Fall von chronischer Arbeitsausuferung«, seufzte Virginia. »Meine Mutter hat es immer so genannt.« Darin schien Virginia jedoch nicht den geringsten Grund zur Panik zu sehen. Überhaupt besaß Virginia eine große innere Gelassenheit und schien sich von rein gar nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Susanna nickte und versuchte, Virginias Gelassenheit nachzuahmen, doch das wollte ihr nicht recht gelingen. Sie würde halt lernen müssen, aber alles etwas schneller erledigt zu bekommen. »Mama, Ruti hat einen Splitter im Finger.« Inzwischen war es keine Seltenheit mehr, dass Susanna Schnittwunden und Prellungen verarztete und Splitter entfernte. Oft kamen Kinder vom anderen Ende der Stadt mit ihren Wehwehchen zu ihr gelaufen. Das Verarzten fiel Susanna von Mal zu Mal leichter, auch wenn ihr der Anblick von Blut noch immer nicht recht behagte. Dann bekam sie eines Tages einen neuen Patienten. »Mrs. Smith«, sagte der kleine Randall Brown, als sie ihm auf sein Anklopfen die Tür öffnete, »Blackie hat ein wehes Ohr.« Sein kleiner Hase wand sich aus Protest gegen die ungewohnte Umgebung in seinen Armen. »Ach, du liebe Güte«, sagte Susanna ratlos. Sie wollte dem Jungen gerade klar machen, dass sie leider nichts für seinen Hasen tun könnte, als sie Randalls flehenden Blick auffing. Anstatt ihn mit einer lässigen Handbewegung und einer faulen Ausrede wegzuschicken, öffnete sie die Tür weiter. »Bring ihn herein«, forderte sie ihn auf. »Wollen wir mal sehen, was sich da machen lässt.« »Lieber Vater«, bittete sie im Stillen, »bei Tieren kenne ich mich überhaupt nicht aus. Hilf mir jetzt, um Randalls Willen.« Es schien sich um eine infizierte Kratzwunde zu handeln. Susanna reinigte sie, so gut der zappelnde Hase es erlaubte, und strich anschließend etwas von Samuels antiseptischer Salbe auf das Ohr.
Ich glaube, mehr können wir im Moment nicht tun, sagte sie dann zu dem Jungen. Warte, ich gebe dir etwas von der Salbe mit nach Hause. Die streichst du jeden Morgen auf Blackies Ohr, bis sie alle ist, und dann warten wir ab. Susanna freute sich von Herzen, als er ein paar Tage später einen strahlenden Rendel mit im Lebensmittelgeschäft traf. Er erzählte ihr, dass Blackies Wunde wieder ganz verheilt sei. »Wie man hört, hast du deine Praxis erweitert«, spaßte Samuel. Susanna warf den Kopf in den Nacken und konterte. »Wie man ebenfalls hört, behandelt der Doktor nur zahlungsfähige Patienten. Der arme Blecke hat nicht einmal eine Tasche. Irgendjemand musste sich ja über ihn erbarmen.« Samuel schmunzelte nur. »Mit deiner Mama haben wir wirklich einen tollen Fang gemacht«, sagte er zu Peter, der seinem Vater zur Begrüßung entgegengelaufen war, und er zerzauste dem kleinen Kerlchen den dichten roten Haarschopf. »Mrs. Smith! Mrs. Smith!« Susanna öffnete mühsam die Augen. Irgendjemand hatte sie gerade gerufen. Doch es war mitten in der Nacht. Wer konnte sie nur gerade rufen? »Ja«, antwortete sie schlaftrunken. »Wahrscheinlich war es eins von den Kindern gewesen.« »Mama kommt ja schon«, rief sie, schlüpfte unter der Decke hervor und langte nach ihren Hausschuhen. »Mrs. Smith«, plötzlich war Susanna hellwach. Die Kinder nannten sie nicht Mrs. Smith, jemand anders wollte sie sprechen. »Ich komme«, rief sie leise, um Samuel nicht zu wecken. Dann fiel es wieder ein. Samuel war gegen Mitternacht zu einem Patienten gerufen worden. Auf Einzelheiten konnte sie sich nicht besinnen. Nur daran, dass sie geweckt worden waren, dass Samuel aufgestanden war und sich angezogen hatte, dass sie ihn verschlafen gefragt hatte, was denn los sei, dass er ihr einen Kuss gegeben und gesagt hatte, sie solle ruhig weiterschlafen. Die Herrigans hätten ihn rufen lassen. Und sie war prompt wieder eingeschlafen. Sie war es gewöhnt, dass Samuel mitten in der Nacht zu einem Patienten gerufen wurde. »Mrs. Smith«, wieder kam ein Rufen. Es war eine Männerstimme. Sie kam von der hinteren Haustür. »Jemand anders braucht Samuel, aber er ist schon unterwegs«, dachte Susanna besorgt. Sie hoffte, dass es kein dringender Fall war. Sie wusste nicht, wie lange Samuel ausbleiben würde. Sie zündete die Lampe auf dem Küchentisch an und hastete zur Tür. Mr. Stockwood von der Eisenwarenhandlung stand auf der Veranda. Den Hut hielt er in der Hand. »Mrs. Smith, der Doc hat mich gebeten, Ihnen Bescheid zu sagen. Er hatte einen Unfall.« Susanna hielt sich am Türrahmen fest. »Nichts Ernstes«, fügte er schnell hinzu, als er sah, wie Susanna bleich wurde. »Was ist denn passiert?«, fragte sie mit unsicherer Stimme. Die Lampe in ihrer Hand fing an zu zittern. Der Mann nahm ihr die Lampe ab und schob sie in ihre Küche zurück. »Jetzt setzen Sie sich erst mal«, wies er sie an. »Hier, setzen Sie sich.« Sie setzte sich gehorsam hin, größtenteils deshalb, weil sie das Gefühl hatte, dass ihre Knie im nächsten Moment versagen würden. Als Mr. Stockwood sah, dass sie gut saß, fuhr er fort. »Er kam gerade von den Herrigans. Die Frau hat gestern Abend ein kleines Mädchen bekommen. Und es war ziemlich dunkel. Das Pferd muss wohl gestolpert sein oder gescheut haben. Genau weiß ich es auch nicht. Jedenfalls hat es einen Sturz gegeben und der Doc ist auf seinem Arm gelandet. Er sagt, er hat in sich gebrochen, aber er glaubt nicht, dass es sehr schlimm ist. Er ist in seiner Praxis und überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. Er wollte Ihnen Bescheid geben, bevor Sie es von anderen Leuten hören.« Susanna spürte, wie ihre Kräfte wiederkehrten. Sie musste unbedingt zu Samuel. »Würden Sie wohl bitte bei den Kindern bleiben?«, fragte sie eilig, und der Mann nickte verwirrt und fragte dann, »was haben Sie denn vor?« »Ich muss Samuel helfen«, sagte sie eilig und hastete zum Schlafzimmer, um sich anzuziehen. »Weiß nicht, ob das so klug wäre«, rief der Mann ihr nach. »Draußen ist es stockdunkel.« »Ich nehme mir eine Laterne mit«, rief Susanna von der Schlafzimmertür her zurück. Sie zog sich an, so schnell sie nur konnte, und lief in die Küche zurück. »Schüren Sie das Feuer und machen Sie sich einen Kaffee«, sagte sie zu Mr. Stockwood. »Die Kanne steht hier im Regal und der Kaffee ist in der Blechdose dort.« Dann zündete sie schnell die Lampe an und ließ einen kopfschüttelnden Mr. Stockwood in ihre Küche zurück. Unterwegs auf dem Bürgersteig konnte sie nur immer wieder dasselbe Gebet zum Himmel schicken. »Lieber Gott, hilf, dass er wieder heil wird. Bitte, hilf, dass er wieder heil wird.« Der Sturz. Völlig atemlos stieß sie die Tür zu Samuels Praxis auf und trat ein. In dem hinteren Zimmer sah sie Lichter brennen und steuerte darauf zu. Samuel saß auf einem Stuhl. Sein Gesicht war voller Kratzer und bleich. Den Hemdsärmel hatte er sich abgerissen und den verletzten Arm auf die Schreibtischplatte gelegt. Er schickte sich gerade angestrengt an, eine behelfsmäßige Schiene anzulegen.
Er hatte sie nicht einmal bemerkt, bis sie gedämpft ausrief. »Och, Samuel!« Er sah auf, zuerst mit Besorgnis im Gesicht, doch dann warf er ihr ein verlegenes Lächeln zu. »Mein Pferd ist wohl leider etwas nachtblind«, versuchte er zu spaßen. »Oh, Samuel«, Susanne lief zu ihm und stellte ihre Laterne neben der Lampe auf dem Tisch ab. »Was hast du dir da nur angetan?« »Den Arm gebrochen, fürchte ich«, antwortete er nüchtern und widmete seine Aufmerksamkeit wieder seinem ausgestreckten Arm auf der Tischplatte. »Wie geht es dir denn?« Er sah sie an. Der schelmische Ausdruck war aus seinem Gesicht gewichen. Ernst antwortete er, so gut wie es die Umstände erlauben. »Bist du sonst noch irgendwie verletzt?« Er schien kurz zu überlegen und antwortete dann, »Ich glaube nicht, nur ein paar Schrammen und blaue Flecken habe ich abbekommen. In 1-2 Tagen ist alles wieder in Ordnung.« Susanna kniete sich neben ihm. Am liebsten hätte sie ihn in die Arme geschlossen und getröstet und verarztet, wie sie es bei den Kindern tat, die zu ihr kamen, doch es gab nichts, was sie für ihn tun konnte. Sie fühlte sich hilflos und irgendwie wie gelähmt. »Tut es sehr weh?« fragte sie und strich über das Blut, das auf seine Wange fast getrocknet war. »Ich habe etwas gegen die Schmerzen genommen, aber besonders fidel fühle ich mich trotzdem nicht.« »Ach, ich wünschte, es gäbe irgendetwas, was ich für dich tun könnte«, sagte sie aus tiefstem Herzen. Sie hatte die Antwort erwartet, dass es leider nichts gäbe. Dass sie wieder zu Bett gehen solle, dass sie nach Hause zu den Kindern gehen solle. Stattdessen hob er den Blick und sah direkt in ihre grünen Augen. »Es gibt da etwas, Feuerkopf«, sagte er leise. Ihre Überraschung musste ihr deutlich ins Gesicht gestanden haben. Er zögerte und fuhr dann fort. »Du kannst mir helfen, den Bruch zu richten.« Der Mund stand ihr offen. Ihre grünen Augen weiteten sich vor Entsetzen. Mühsam stand sie auf. »Wir können es schaffen«, sagte er ruhig. »Gemacht werden muss es schließlich.« Susanna senkte den Kopf und schloss die Augen, während sie haltsuchend nach dem Schreibtisch griff. Das ganze Zimmer schien sich um sie zu drehen. »Wäre es nicht besser, wenn ich Mr. Stockwood hole?« stotterte sie. »Der kennt sich auch nicht besser aus als du«, sagte Samuel nüchtern und sachlich. »Wahrscheinlich sogar erheblich schlechter. Außerdem würde die Zusammenarbeit bei uns beiden besser klappen. Du brauchst nur alles zu tun, was ich dir sage, und du darfst dich auf keinen Fall aus der Ruhe bringen lassen, wenn ich schreie.« Susanna wollte gerade schimpfen, weil er in einer solchen Situation Witze machte. An seinem Gesichtsausdruck merkte sie aber, dass es völlig im Ernst gesprochen war. »Schreien?« flüsterte sie. Er nickte. »Ich habe so manche Knochenbruch gerichtet, Susanna. Ich habe in etwa eine Vorstellung davon, wie so etwas tut.« Erneut wurde Susanna bleich. Angestrengt versuchte sie, sich an der Wirklichkeit festzuklammern, während das Zimmer sich wieder um sie drehte. »Traust du dir es zu?« fragte er sie. »O Vater, jetzt brauche ich deine Hilfe so dringend wie noch nie«, betete Susanna schnell. Dann öffnete sie die Augen vor sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und nickte mutig. »Dann lass uns anfangen. Bring mir die Arzttasche dort drüben. Wir legen uns alles zurecht, was wir brauchen, und ich erkläre dir, was du zu tun hast.« Auf bleiernden Beinen durchquerte Susanna das Zimmer und brachte ihm die Tasche. »Und jetzt«, sagte er, »legst du alle Instrumente, die ich dir nenne, hier vor uns hin.« Mit zitternden Fingern nahm Susanna die Instrumente in der von Samuel genannten Reihenfolge aus der Tasche. Sie war inzwischen ausreichend mit dem Inhalt seiner schwarzen Tasche vertraut, um die Bezeichnung für jedes Instrument zu kennen. Als alles bereit lag, stand Samuel auf etwas unsicheren Beinen von seinem Stuhl auf. »Ich lege mich jetzt auf den Boden«, erklärte er ihr, »damit du mich nicht aufzufangen brauchst, wenn ich ohnmächtig werde.« Susannas Grauen wuchs. Während Samuel sich unbeholfen auf dem Fußboden seiner Praxis ausstreckte, hielt er den gebrochenen Arm schützend mit dem anderen fest. Susanna hörte, wie ihm dabei ein leises Stöhnen entfuhr, so sehr er sich auch bemüht hatte, es zu unterdrücken. »Gib etwas Äther auf das Tuch hier«, wies er sie an, »und lege es mir in die Hand. Ich werde versuchen, ohne den Äther auszukommen, aber wenn ich die Schmerzen nicht aushalte, schnuppere ich kurz daran.« »Aber ich weiß gar nicht, wie viel du brauchst«, wandte Susanna ein. »Ich aber«, antwortete er. Susanna befolgte seine Anweisungen. Der Geruch des Äthers schlug ihr auf den Magen und wieder wollte sich das Zimmer um sie drehen. Nachdem sie Samuel das Tuch in die Hand gegeben hatte und sich alles, was sie brauchen würde, in Reichweite bereitgelegt hatte, hob sie den Ruck etwas an und kniete sich neben ihren Mann auf den Fußboden. »Kann es losgehen?«, fragte er.
Sie holte tief Luft, schickte ein weiteres Stoßgebet zum Himmel und nickte. Susanne bemühte sich angestrengt, Samuels Anweisungen genauestens auszuführen, und die Prozedur begann. Susanne hatte geglaubt, es würde nie ein Ende nehmen, doch dann konnte sie sich zurücklehnen und das Gesicht in den Händen vergraben. Das Schluchzen schüttelte ihren ganzen Körper. Sie hatte befürchtet, Samuel sei wieder ohnmächtig geworden, doch als ihr die Tränen über das Gesicht rannten, spürte sie seine tröstende Hand auf ihrem Arm. »Hast deine Sache prima gemacht«, flüsterte er heiser. Seine Worte hatten eine beruhigende Wirkung auf sie. Es gelang ihr, Herr über das Schluchzen zu werden und ihr Gesicht abzuwischen. Sie wusste nicht, ob es Tränen oder kalter Schweiß waren, den sie da abwischte. Bestimmt gab sie einen restlos verlotterten Anblick ab. Ihre roten Haare hingen ihr wirr über die Schultern. Beim Losgehen von daheim hatte sie sich nicht die Zeit genommen, sie erst hochzustecken. Nun strich sie sich ihre Haare aus dem Gesicht und versuchte, sie irgendwie zu bändigen. Haarklammern hatte sie nicht zur Hand. Sie lagen daheim auf der Kommode. Auf dem Fußboden entdeckte sie einen Verbandsrest. Damit band sie sich die Haare jetzt notdürftig am Hinterkopf zusammen. Sie sah zu Samuel herüber. Sein totenbleiches Gesicht war ebenfalls schweißgebadet. Sie nahm sich ein weiches Tuch und fuhr ihm behutsam damit über die Stirn. Jetzt öffnete er die Augen und sah sie an. Eine solche Schattierung seiner haselnussbraunen Augen hatte sie noch nie gesehen. Im Schein der Lampe wirkten sie beinahe schwarz, und sie fragte sich, ob es die großen Schmerzen waren, die sie derartig verdunkelt hatten. »Wie fühlst du dich?«, fragte sie mühsam. »Ich glaube, mit dem Nachhausegehen warte ich lieber noch ein Weilchen«, antwortete er, doch in seiner Stimme lag wieder der alte Funke von Humor. »Zum Gehen ist mir auch noch nicht zumute«, gestand sie. »Solltest du aber«, sagte Samuel, er sprach undeutlich, vielleicht bedingt durch den Äther, die Schmerzen, die er noch immer hatte, oder einfach nur durch Übermüdung. »Die Kinder werden sicher bald wach.« Susannas Blick wanderte zum Fenster. Er hatte recht. Der Himmel war schon vom ersten Morgenlicht erhellt. Sie stand mit weichen Knien auf. »Was soll ich als nächstes tun?«, fragte sie Samuel. »Ich glaube, ich schaffe es bis zur Liege, wenn du mir nur eben auf die Füße hilfst. Nach ein paar Stunden Schlaf geht es mir dann schon viel besser.« Sie half ihm auf und brachte ihn zu der Liege. Als er sich hingelegt hatte, zog sie ihm die Schuhe aus und brachte ihm dann eine Decke aus dem Wandschrank. Anstatt die Praxis zu verlassen, rückte sie sich einen Stuhl an das Bett. Er öffnete die Augen und sagte schläfrig, »Du musst unbedingt jetzt nach Hause gehen und den armen Mr. Stockwood ablösen.« »Aber ich kann dich doch nicht...« »Natürlich kannst du. Ich bin ja jetzt versorgt. Mir fehlt nur etwas Schlaf.« »Ich schicke dir Josef herüber«, gab sie nach. Sie durchquerte das Zimmer, beugte sich über den Schreibtisch und blies die Lampe aus, weil sie überflüssig geworden war. Inzwischen war es morgen. Sie nahm die Laterne und blies sie ebenfalls aus. Dann sah sie sich suchend nach ihrem Umhang und ihrem Hut um, bis sie einfiel, dass sie in ihrer Eile ohne beides gekommen war. Sie ging wieder zur Liege, um Samuel zu sagen, dass sie wiederkommen würde, sobald die Kinder gefrühstückt hatten und in der Schule waren, doch er atmete schon tief und regelmäßig. Er war eingeschlafen. Sie beugte sich vor, um ihm einen Kuss auf die Stirn zu geben, sah ihn noch einmal kurz an und ging dann so leise, wie sie konnte, aus dem Zimmer. »Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen«, sagte Samuel ein paar Tage später beim Frühstück. Die Kaffeetasse hielt er unbeholfen in seiner linken Hand. Sie frühstückten etwas gemächlicher als sonst. Es gab keinen Grund zur Eile. Die Kinder hatten sich schon auf den Schulweg gemacht und Samuel war in seiner Arbeit eingeschränkt. Susanna blickte von dem Mann auf die Kaffeetasse und zurück. »Soll ich dich etwa füttern?«, fragte sie mit einer Spur von Belustigung. »Nein, nicht nötig. Für meinen Magen kann ich ganz gut selbst sorgen. Aber in der Praxis tauge ich zu nichts und das wollen die Leute anscheinend nicht einsehen. Sie bestehen darauf, weiterhin krank zu werden.« »Vielleicht wollte Gott dich auf diese Weise zum Ausruhen bringen«, antwortete Susanna. »Du bist ja schon seit Jahren vollkommen überarbeitet.« »Also, wenn das tatsächlich seine Absicht war, dann ist es ihm vorzüglich gelungen«, sagte Samuel ohne jede Bitterkeit in der Stimme. Mit den Fingern seiner unverletzten Hand trommelte er auf dem Tisch herum. Aus Erfahrung wusste Susanna, dass das ein Zeichen seiner Ungeduld war. »Und wie soll ich dir helfen?« kam sie auf seine ursprüngliche Bemerkung zurück.
Also ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn ich deine Hände zur Verfügung hätte, könnte ich eine Menge Patienten helfen. Meine Hände? Genau, wenn du zu mir in die Praxis kommst, könnte ich die Untersuchungen machen und die Diagnosen stellen. Und du machst halt die sonstigen Arbeiten. Aber Samuel, sagte sie eine Spur empört, du weißt doch genau, dass ich kein Blut sehen kann. Nicht alle Patienten kommen blutüberströmt in die Praxis, belehrte er sie. Sie stellt ihre Tasse ab und sah ihn an. Offensichtlich meinte er es ernst. Natürlich nicht den ganzen Tag, fuhr er fort. Anscheinend hatte er es alles schon gründlich durchdacht. Vielleicht ein paar Stunden am Vormittag oder am Nachmittag, während die Kinder in der Schule sind. Das wäre für die Patienten eine große Hilfe. Mrs. Merriwood war gestern bei mir und ich konnte ihre Brandwunde nicht einmal frisch verbinden. Und Mrs. Granger. Schon gut, sagte sie ungeduldig. Ich sehe ja ein, wie nötig so etwas ist. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich das schaffe. Aber natürlich schaffst du das, antwortete er mit Bestimmtheit. Deinen Intensivkurs hast du ja schon absolviert. Wer das fertigbringt, was du letzte Woche geleistet hast, für den ist alles Übrige ein Kinderspiel. Sie sah ihn an. Sie hegte zwar noch immer ihre Zweifel, doch andererseits taten ihr all die Patienten leid, denen Samuel wegen seines gebrochenen Arms nicht helfen konnte. Sie rutschte rastlos auf ihrem Stuhl umher. »Du würdest mich doch nicht alleine lassen«, fragte sie ihn. »Keine Minute lang«, versicherte er ihr. »Nun ja, ich könnte es vielleicht ein paar Tage versuchen.« Mehr als an Zugeständnissen war ihr nicht zu entlocken. »Na wunderbar, damit bin ich schon zufrieden.« Er warf ihr ein Lächeln zu und stand auf. »Könntest du gegen 10 Uhr da sein?« fragte er. Sie musste einfach lachen. Ihr Mann war schon immer der praktisch Denkende in der Familie gewesen. Sie nickte und fing an, den Frühstückstisch abzuräumen. Wenn sie den Vormittag als Arzthelferin verbringen sollte, dann musste sie sich jetzt mit dem Haushalt beeilen. Gewöhnlicherweise verließ er das Haus mit dem Hut in der einen Hand und der schwarzen Tasche in der anderen. Nun nahm er seinen Hut vom Haken und reichte ihn ihr. Überrascht nahm sie ihn entgegen. »Es soll ja Familien geben, in denen die Frau die Hosen anhat«, witzelte sie und sah auf den Hut herunter, den sie in den Händen hielt. »Aber das hier ist doch wohl etwas ein bisschen übertrieben.« Er grinste, nahm seine Arzttasche und sagte, »Meine Mutter hat mir beigebracht, dass ein Gentleman den Hut nicht im Haus aufsetzt.« »Aha. Bitte sei so gut und geh mit mir zur Tür, und dann setzt du mir den Hut auf.« Susanne fing an zu lachen, doch sie tat, worum er sie gebeten hatte. Sobald er durch die hintere Haustür auf die Veranda getreten war, drehte er sich um, gab einen Kuss und beugte den Kopf zu ihr herab. Sie setzte ihm den Hut auf, zog ihn über seinen Augen und ging lachend zu ihrem Geschirr zurück. Ja, so sieht es aus. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich beim nächsten Mal. Heute ist es lang genug, denke ich. Außerdem ist dieses Kapitel schon mal zu Ende. Ja, so sieht's aus. Es ist natürlich nicht ganz so optimal, dass der Samuel der einzige Arzt im Ort, so rum wird der Schuh draus. Entschuldigt bitte. Ja, Samuel ist der einzige Arzt im Ort. Und wenn er ausfällt, dann ist es nicht so gut. Ja, und deswegen muss jetzt seine Frau ihm helfen. Wie es ihr gelingt, ob alles glatt läuft und wie es weitergeht, das lese ich euch einfach beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein super schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!